So, hallo miteinander, willkommen zu Vlog Nummer 26. Ich habe heute mal den 25. hochgeladen, jetzt nehme ich schon den 26. auf, aber ja, mein Gott. Ich muss mich derzeit gerade ein wenig schonen, bin ein wenig angeschlagen und auch meinem normalen Arbeitgeber gerecht zu werden und auch im Forst noch weiter da zu sein, muss ich ein wenig langsam machen gerade. Dass ich das, ja, damit ich komplett ausfalle einfach. Weil wenn man es dann übertreibt, dann verkältet man sich komplett und das hat dann auch keinen Wert. Ja, wo sind wir? Am Gärebergturm. Und ja gut, ich weiß nicht, ob es der Förster anguckt, das ist mir eigentlich auch gleich. Weil ich sag, ich bin ein ehrlicher Mensch, ich sag halt meine Meinung. Und solange man das in einem normalen, vernünftigen Ton macht, ist das auch okay. Auf jeden Fall. Zu mir hat es geheißen, der Rückzug kommt Mitte, Ende März. Jetzt haben wir Ende Februar. Heute ist der 28. Ja? Genau, 28. Februar. Rückzug steht schon oben. Jetzt laufen wir gerade mal vor. Ich wollte euch jetzt bloß kurz zeigen, der Hund, was da eigentlich an Masse von Holz liegt. Gell? Das sieht man jetzt gar nicht so richtig. Aber es ist schon, da hängt noch eine. Aber das ist jetzt so schlimm. Also auf jeden Fall, da liegt eine ganze Menge Holz hinten. Schätze mal, so 200 Festmeter wäre es sein. Ja, auf jeden Fall haben wir das Jahr eingeschlagen. Ja, bis Mitte Januar, sage ich mal. Entschuldigung. Schon einer kommentiert, ich soll in Zukunft mit Nas putzen, aber halt, ja, bei kaltem Wind war gar nicht ständig da hin. Trotz Tempo rausziehe, wenn ich am Filmen bin. Also bitte ich das nachzusehen, versuche es auch ein bisschen weniger zu machen, die Rumschneeferei. Wird ein wunderschöner Sonnenuntergang. Also auf jeden Fall hat es geheißen, ja. Soll mal, oder Rückzug kommt vor Mitte, maximal, frühestens Mitte Februar, März. Ja, so. Darauf haben wir uns eingestellt, danach haben wir uns gerichtet. Man hat das ganze Holz nachgeworfen. Härter, wie es blast. Man wollte sagen, wir haben uns darauf eingestellt, hat man sich nachgerichtet. Man war jetzt Mitte Januar gericht, statt es da gelegen. Dann hieß es ja, okay. Rückzug kommt Mitte März, Ende März eher. Es hat noch ein paar aufgeschafft werden müssen, die man gerade da hin vom Traufen eingefällt hat und wo man halt so auch schlecht nachgekommen ist. So, jetzt hat man die Baustelle am dem Hang da gemacht, wo ich mit dem Rungenwagen alles rausfahren muss. Man hat es zuerst gemacht, denn auf jeden Fall, ja, letzte Woche hieß es denn, der Rückzug kommt die Woche, also Februar auf Märzwoche. Okay, kein Problem. Kann man sich auch noch nachrichten. Und dann hieß es, ja, er fängt zu fahren ab Mittwoch oder Donnerstag an. Kann man sich auch noch nachrichten. Ja, jetzt haben wir Dienstag. Und der ist ab heute Morgen schon gefahren. So, jetzt war natürlich das, was man hätte noch ausgasten sollen, noch nicht ausgastet. Er hätte da das Fahren kennen. Jetzt haben wir natürlich wieder springen müssen. Und gucken, dass wir beikommen. Und jetzt ruft mir der Markus vorher an, du Johannes, schnapp der Zeige und Schnittschutz aus, komm bitte rauf. Ich schaffe es zeitlich jetzt einfach nicht. Ist auch legitim, wenn man es einfach nicht schafft. Dann kann man jederzeit einen von uns drei anrufen und dann kommt man und hilft dem anderen. Das ist, gehört dazu, ja, da liegt jetzt noch eine Fichte, die könnte man noch machen, aber ich mache jetzt auch Feierabend. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Es ist jetzt wieder ein bisschen unglücklich gelaufen. Dazu kommt noch, dass jetzt schon die Frage aufkommt, weil wir die nächste Baustelle abschließen, wo wir noch gar nicht angefangen haben, wo aber auch noch mit 150, 200 Festmeter kommen. Ja, warum? Oder wenn die fertig sind, warum wir die noch nicht fertig haben?
Ja, also, ich weiß nicht. Ich kann halt überall sein, ich kann halt überall gleichzeitig sein. Und wenn es halt zu mir heißt, bis Ende Februar muss die Baustelle fertig sein wegen der Abfuhr, weil der Bauer wieder auf sein Wies will, dann mache ich halt die Baustelle erst fertig. So. Und jetzt, das sind ja mindestens 1700 Festmeter mit schwieriger oder teilunterbrochener Rückung. So hätte man mein Kennzeichen, falls mich einer anzeigen will. Ah, jetzt kann ich gerade eine Kanister holen. Da eine nur so kurz. ASM 904. Ist halt ein reiter Büffel, gell? Was hat der, glaube ich, einen Sisu-Motor noch drin? Der bullet noch, nicht so wie die heutige, die hört sich bloß noch wie ein Föhn an. Das finde ich grausam. Wie eine kastrierte Katze hört sich die neue an. Da, Klemmbank. Ja, ist jetzt nicht die größte, aber. Oder sind, nee, das ist, glaube ich, eher sind das Klemmrungen. Ja, das sind Klemmrungen. Weil die, wenn er die ganz auffahrt, dann standet die 90 Grad weg. Und dann kann er damit auch Kurzholzrücken. Dahinter steht noch der Rungenkorb. Genau, also, auf jeden Fall ist es halt wieder so, sollte es wieder überall sein. Und jetzt habe ich halt auch gesagt, du, also Entschuldigung, die andere Baustelle ist halt bis spätestens Ende März fertig. Mehr kann ich nicht machen. Was soll ich machen? Soll ich mich verreißen? Der Markus und der Marian. Der Markus dort noch woanders nach. Ja? Ich bin jetzt dann wahrscheinlich eineinhalb Monate ganz woanders am Holzrücken. Ja, also, naja. Es ist halt, das heißt ständig, ja, macht jetzt, ihr braucht euch nicht beeilen. Das geht noch, bis der kommt, dann schwätzt mit dem Rückzug fahren. Da kann der auch nichts dafür, ja, dem wird auch ständig reingekretscht. Dann sagt er, ja, er kommt denn und denn. Und zumal steht da nicht einen Monat oder zwei später da, sondern halt eine Woche oder zwei Wochen. Naja, also vielleicht, ich reg mir jetzt nicht wirklich drüber auf. Ich will es euch bloß mal auch zeigen, wie es halt zugeht einmal. Gut, wobei das ist, ich muss jetzt wirklich sagen, das ist eine Seltenheit. Also jetzt bei mir oder bei uns zumindest, dass es denn so läuft. Aber ja, gut. Wahrscheinlich tue ich mich da jetzt schon wieder zu sehr echauffiere darüber. Aber ist ja jetzt auch egal. Jetzt habe ich 7,5 Minuten drüber geschwätzt. Und jetzt halt so lange. Ja, aber auf jeden Fall, ich wollte eigentlich die Woche in den Wald. Ich wollte die Woche Wartung machen. So, und jetzt haben wir Dienstag. Jetzt war ich da hin. Morgen muss ich Hackschnitzel fahren. Am Donnerstag muss ich mit dem Rungenwagen die Baustelle abschließen. Am Freitagmittag hoffe ich, dass ich nichts machen muss. Ja doch, am Freitagmittag kann ich die andere Baustelle abschließen. Und am Samstag mache ich bloß den halben Tag. Da tue ich diese Anfangszahlmaschine so aufrüsten, dass man den Rungenwagen mitbetreiben kann, vernünftig. Da muss ein anderer Steuerblock rein, dass man die Hydraulikbremse und Lenkdeichse bedienen kann. Neue Hydraulikanschlüsse oder die Kupplung wechseln für den drucklosen Vor- und den drucklosen Rücklauf. Für die Hauptfunktionen vom Wagen. Und dann muss man da. Was muss ich noch machen? Ah ja, von der Batterie plus minus 12 Volt Dauerstrom Steckdose nach hinten legen, dass ich auch die LEDs dann vom Rückiwagen am Renno benutzen kann. Ja, also ihr seht, es wird nicht weniger, aber immer Piano. Nur weil man das Rennen anfängt, ist man nicht unbedingt schneller. So, das soll das Wort zum Dienstag gewesen sein. So, Mittwochabend, so 7 Uhr rum, haben wir jetzt noch Hackschnitzel abladen. Ich weiß, ihr wollt immer sehr Hackschnitzel fahren, aber ich hab die Action Cam jetzt dabei gehabt und Lade und Filme ist schon ein wenig schwierig, aber jetzt zeige ich euch mal wenigstens, wie ich ablade. Und zwar ist das eine Haugassner Hackschnitzelheizung. Das ist jetzt daheim im Prinzip der Einfülltrichter. Ja. Da geht eine Schnecke daheim ins Gebäude und innen ist dann ein
ein Silo oder ein Behälter. Da geht so eineinhalb so Wege rein. Das ist jetzt ein ganz normaler alter Fahrladewagen. Geht ganz gut eigentlich, das mit dem zu machen. Jetzt muss ich bloß wieder da hin. Das ist halt mit einer Hand ein bisschen schwierig. Aber vielleicht seht ihr es ja, die sind wirklich staubtrocken. Also glaube ich, dass die noch viel feuchte haben. Die lagern in einer alten Maschinehalle, die ist nach Süden offen. Sprich, da heizt den ganzen Tag eigentlich die Sonne drauf. Jetzt muss ich bloß wieder ausmachen. Da heizt den ganzen Tag die Sonne drauf, also die sind immer recht trocken. Aber das Lager da unten wird jetzt wahrscheinlich aufgelöst. Und ja, jetzt gucken wir mal. Ja, dann hat neulich, weil das ist ja jetzt meine eigene Maschine dahin, oder Traktor, alles ist jetzt meins, fahre ich immer für einen Kunde mit seinem eigenen Gespann. Und da habe ich neulich beauftragt, dass man zwei LED-Sender an Ladewagen anbaut wird, weil ich meistens abends fahre, im Dunkeln, im Winter dann natürlich. Und da siehst du halt einfach hinter it gut und schwer zum Einschätzen, wie weit du jetzt noch von der, gerade hier von der Hauswand weg bist und so. Hätte ich selber machen können, aber ganz ehrlich, da fehlt mir Zeit und ich sehe es eigentlich da an fremder Maschine rum zum Schrauben, wenn ich ja meine eigene eigentlich genug zum Tour habe. Also, siehe da. Ja, genau, Haargasner ist eigentlich echt eine super Anlage, wenn sie Material hat zum Heizen. da könnte man wahrscheinlich theoretisch Pferdemist und was weiß ich alles reinschmeißen, das wird die alles verbrennen. Die gar keine Probleme damit. Jetzt muss ich da hin schon wieder. Halt alt, alles ein wenig alt. Und gerade halt schwer überbaute Züge und so, das ist halt, naja, nicht so der Hit. Aber für den Zweck hier tut es das auf jeden Fall. Ja, ich habe hier natürlich ein bisschen eine illegale Variante. Ich habe hier die Ansteuertafel, tue hier immer so einen Stock draufstellen. Und dadurch die Funktion von der Schnecke betätige. Ist jetzt so gedacht und sollte man auch nicht machen. Also bitte nicht daheim nachmachen. Ich mache das halt, weil ich immer alleine am Abladen bin. Ich immer wieder die Kupplung ziehen muss und keinen Bock habe, dass dann jedes Mal zwischendrin die Schnecke aufhört zu laufen. Und ich ja ganz ehrlich auch einen lahmen Finger kriege, wenn ich permanent den Knopf drücken muss. Und sobald was ist, tue ich das Ding weg, dann bleibt die stande und die stand aufs Gitter vom Einfülltrichter. Also im Normalfall kann eigentlich nichts passieren, außer es wäre ein Steu dabei, aber das kann eigentlich auch nicht sein. Von dem her mache ich das so. Ihr müsst es ja nicht so machen. Genau, ja, was gibt es sonst noch zum Sagen? Eigentlich nichts. Ich hoffe, ich kann euch nächstes Mal zeigen, wie ich lade. Ist eigentlich relativ unspektakulär. Ein paar Mal hin und her fahren und fertig. Ja, genau. Wenn ihr Fragen zum Hackschnitzelfahren habt oder zur Heizung oder so, ja, fragt, versuche ich zu beantworten. Genau. Morgen kann ich dann hoffentlich mit dem Rungewagen noch das Holz auf der Baustelle rausfahren. Bin mit der LEDs bloß noch nicht ganz fertig mit Verkabeln geworden. Das muss ich jetzt morgen nach dem Schaffen noch machen. Und dann hoffe ich, dass ich morgen Abend dann noch das bisschen Holz fahren kann. So! Hi! Dunkel! Ja, wir sind jetzt so 7 Uhr rum. Und wie Sie sehen, sehen Sie viel. Wir haben heute nach dem Schaffen mit dem Arbeitskollegen noch die Verkabelung fertig gemacht. Und
jetzt haben wir Licht am Wagen. Man kann sich jetzt über die Anbringung der LEDs ein wenig streiten. Also klar, die zwei dahinter, die sind eigentlich gut. Und die zwei, die leuchtet da hin ins Stirngitter rein. Das ist eigentlich dann mehr, wenn er leer ist, zum Rückwärtsfahren. Dann zwei nach links und rechts raus. Und zwei oben an der Kransäule. Ich finde es bis jetzt eigentlich echt gut. Ich sehe eigentlich alles, was ich sehen muss. Ja. Also von dem her passt es für mich. So, hier der Beweis. Man kann den Wagen auch voller laden als wie nur Rungenhöhe. Hat jetzt einfach den Hintergrund gehabt, dass das jetzt vielleicht nachher noch zwei, drei Stämmen gewesen wäre, wegen denen ich hätte runterfahren müssen. Ja, und ja, jetzt habe ich die halt dann aufgebeugt. Gucken wir mal, ob wir dann aufkommen und dann abladen und dann ist auch Feierabend. So, und damit war es das für diese Baustelle auch. Alles Holz ist draußen. Weißtanne, dahinter am Traktor zwei Polterbuche. Ich denke mal, Weißtanne wird das seit 2025 festmachen. Buche wird der eine Polter. Der Eupolter, denke ich, so 10, 12 Festmatter sei. Der da Hanne wäre so 15 Festmatter sei. Da Hanne haben wir noch ein wenig Eiche liegen, denke ich mal so 2,5. Da Hanne haben wir ein wenig C- und D-Fichte liegen. Denke mal, was sind das? So, ja, gute 10 Festmatter. Da haben wir Esche. Das wäre wahrscheinlich so, ja, 6 Festmatter sein. Da haben wir noch ein wenig Kiefer, das sind wahrscheinlich eher so 1,5-2 Festmatter. Also kurz zusammenrechnen, 1,5 plus sagen wir mal 5 sind 6,5 plus der Hanne sagen wir mal 10 sind 16,5. Die Eiche sind, ja, sagen wir mal, auch 1,5, dann sind wir bei 18, das sagen wir mal sind 15, dann sind das 28, 32, das da vorne sind, sagen wir einfach halber, dann sind wir bei 40 mit 13 Festmatter. Die Weißtanne sind nochmal 25, dann sind wir bei, Heimatland 65 Festmatter plus noch die drei Wege Lerche, wo ich weggefahren habe, dann sind wir bei starke 80 Festmatter. Starke 80 Festmatter plus noch, denke ich mal, drei oder vier Wege voll Hackmaterial. Also, ja, ich denke, da kann man zufrieden sein. Das haben wir jetzt in einem Monat durchboxt, die Baustelle. Mit lang aus dem Hangrücken, ihr habt es ja gesehen, nahelegen, zusammensägen, aufladen, schwierige Gasse rausfahren. Jetzt die Gasse von unten habe ich euch jetzt gerade gezeigt, die andere, den anderen Weg, wo ich dann am Schluss jetzt noch gefahren bin. Vielleicht laufe ich da mal noch ab oder wenn ich das Hackgut da mal noch hole, aber das eilt jetzt nicht. Kann ich euch das noch zeigen. Also, ja. Es war keine einfache Baustelle, aber jetzt ist sie fertig und das ist die Hauptsache. Der Kunde ist zufrieden und der kommt auch mit einem guten Plus, denke ich, raus, auf jeden Fall. Genau, jetzt mache ich Feierabend, mir lange jetzt auch für heute. Liege noch ein wenig aufs Sofa. Genau, in dem Fall sehen wir uns morgen wieder. So, Tag zusammen. Aufmerksame Zuschauer wissen, wo ich bin. Auf der Baustelle, wo es mal so wahnsinnig geschneit hat und das war, glaube ich, Januar, wo wir da waren. Es ist, ich habe glaube damals schon gesagt, es ist noch ein Teil zum Fertigrücken, ja. Und ja, ich habe halt mal wieder mit einer Stunde geplant, aber ja, ihr seht ja, das ist keine Stunde. Das ist eher 2 Stunden. Könnt ihr jetzt sagen, ich bin langsam.
Aber da zwischendrin aus den Gipfel das gut die Stammholz raussäule, dann ist ein Teil noch nicht richtig aufgeschafft. Muss ich auch noch den machen. Ja, da das Zeug zwischen Rausseile und so, da brauchst du halt einfach Zeit, ja. Das ist jetzt alles Brennholz, weil der Förster hat schon alles aufgenommen. Jetzt wird das alles Brennholz. Gut, aber das ist auch von der Qualität her jetzt so, dass man jetzt darum weinen müsst. Da oben liegt ein Buchenstamm, wo ich denkt, oh scheiße, der hätte eigentlich ins Palettenholz können. Aber dann habe ich mir den richtig angeguckt, das ist dann doch jetzt so. Also von dem her, da machen wir jetzt kein Geld kaputt. Jetzt bin ich am überlegen, ich habe jetzt vorher gerade das Steuergerät geholt für den Rückiwagen. Weil das Steuergerät, wo ich im Traktor in der Kabine schon habe, das einfache, das kommt raus, da kommt dann eins mit drei Blöcken rein. Zweimal DW, einmal EW. Einmal EW ist dann für die Hydraulikbremse am Rückiwagen und ist in eine Richtung gesperrt. Also das kann man bloß in eine Richtung ziehen, ja, also man kann es bloß ziehen. Und es ist in der Mittelstellung wie Schwimmstellung, sprich das Hydrauliköl kann langsam wieder zurücklaufen, sprich die Bremse kann langsam wieder aufmachen. Da habe ich extra so mit dem Mensch telefoniert und das so bestellt. Dann sind es zwei DW, einmal für die Bergstütze, weil das ja eh schon so ist, dass dort Bergstütze drauf hängt. Das kommt also wieder. Und dann noch einmal, und dann das zweite Mal DW dann für die Schwenkdeichsel. Da kommt dann hier hinten, kommen dann die anderen drei Anschlüsse nach. Die zwei Kupplungen habe ich jetzt vorher mal auseinanderpopelt. Irgendwie klemmt die nicht mehr richtig. Die kommen, morgen baue ich die raus und mache da neue rein. Auch wieder so. Dann muss ich mir Blech nächste Woche irgendwie fertigen, wo ich dann die anderen drei Hydraulikanschlüsse, Anhänger, Steckdose und 12 Volt 3 Pol Dauersteckdose dann nahe machen kann, damit die alle 5 Hydraulikanschlüsse und 2 Stromanschlüsse alle kombiniert dahinter haben. Ja, dann bin ich vorher mal rückwärts an den Rückiwagen nachgefahren. Normale Anhängehöhe ist so 70 cm. Ich habe aber das Zug mal dann daheim bei 1 Meter. Aber das ist, glaube ich, überhaupt kein Problem, weil ich fahre ja mit dem eh bloß im Bestand geladen. Also sehe ich eigentlich überhaupt kein Thema, dass das was ausmacht. Weil die 70 sind auch den Starter auch ein wenig nach unten. Wir können das Zug mal auch noch 8 cm aufsetzen. Also auf irgendeine Art und Weise wird man nachkommen, dass es passt. So ist der Plan, dann nehme ich euch morgen dann auch mit. Genau, ja. Und ich muss morgen hier fertig rücken, weil ich muss jetzt nachher heim. Vielleicht mache ich es sogar so, dass ich morgens früh um 7 Uhr anfange, das alles umzumodeln. Gut, jetzt die Hydraulikschläuche habe ich jetzt noch nicht für den Rest vom Rückgewagen. Da muss ich mal gucken. Im Normalfall sind die offene Kappe gar kein Öl raus, solange man das Steuergerät betätigt. Muss ich mal gucken. Wahrscheinlich werde ich es aber nicht nachbringen, aber ich werde mal morgen früh zumindest mal testen. Also, halt andersrum muss ich es jetzt sagen. Ich will vielleicht den Rückiwagen mitnehmen, dann muss ich aber die zwei Bolzen da unten rausmachen, die neue Neiden, Anhängemaul nach, der Rückiwagen nach. Also, ich muss mal gucken. Aber ich will morgen auf jeden Fall so weit schaffen, dass ich das Zugmaul sauber weg und nah machen kann und dass ich mal testet habe, ob die Ölleistung vom Traktor für den Rückiwagen langt. Aber was ich vorher gesehen habe, müsste das eigentlich auf gut lange. Also der bringt 45 Liter bei 180 Bar. Also das lange zweimal. Ja, in der Theorie. So, genau, jetzt tun wir das Holz noch raus. Vielleicht kann ich dann nochmal einen Zuzug machen, aber ich glaube es nicht. So, guten Morgen zusammen. Ha, heute ist ein loser Tag. Weiß nicht, ist das bloß im Badischen, wo man das so sagt. Ich bin ja ein Badenser. Für all die Schwaben können jetzt alle Dislike da lassen. Ja, ja, mein Gott. Ja, Lusitag. Schon Dialekt soll heißen. Ja, keine Lust im Prinzip. Gestern habe ich euch gezeigt, da habe ich angefangen und habe dann relativ schnell gemerkt, oh ey, das wird nichts. In einer Stunde ist da mal gar nichts gemacht. In zwei noch nicht viel.
Ja, jetzt bin ich dann glaube ich insgesamt in 4 Stunden dann. Also wenn ich fertig bin, habe ich 4 Stunden oder 5 vielleicht sogar. Ja, aber das ist halt auch noch eine Menge Holz, gell? Ich habe jetzt schon 5 Festmeter Hosse. Das daheim sind bestimmt nochmal 2. Und daheim drin liegen, tun bestimmt nochmal 3 oder 4. Ja, also dann sind das mal 10 bis 12 Festmeter jetzt nochmal. In überschlagen 4 Stunden. Dann sind das, sag's mal, 2,5 Festmeter in der Stunde. Ja, das ist okay. Also, ja, ist immer noch natürlich kein Vergleich, aber ich sag mal, das passt schon. Man muss es zeilen, man muss es nachfahren, anlegen, aufmessen, anschreiben. Ja, man muss es ja erstmal da dazwischen rausseilen, dann ist es noch nicht ganz aufgeschafft. Und also, ja, das passt schon. Jetzt machen wir das halt. Jetzt zeige ich euch mal noch mein schönes Gesicht, weil ich habe was Neues. Bitte nicht erschrecken, ich war immer noch nicht beim Friseur. Einmal, da ist sogar noch das Etikett dran. Honey, so, jetzt sieht es ganz so schlimm aus, wenn der ganze Nebel im Bart hängt. Einmal, Honey, mein Gott, muss man das Ding weit wegheben, dass man mich draufbringt. Die Kappe ist eine Strickmütze von Cox. Ich habe halt jetzt einfach, ich mag das gar nicht so. Einmal habe ich immer einen kalten Kopf und kalte Ohren gekriegt oder einen kalten Kopf mit. Weil ich kann so hier mal da. Mit der Matte kriegt man keinen. Oh doch, jetzt wird es kalt. Mit der Matte kriegt man keinen kalten Kopf, sag ich mal. Heimatland, so. Und ja, hauptsächlich war es bei mir kalte Ohren. Und durch die habe ich immer Ohrenschmerzen gehabt und das war dann nichts. So, und dann haben wir da noch PSS. Pfeiffer Sicherheitssysteme, Arctic Extreme Strickjacke. Ich habe die jetzt an, sieht man ja, also so vom Ding her. Mein Gott, ist der Kerl fett. Der ist ja fett wie die Sau. Ein hässlicher Schauner. Also die Jacke gefällt mir, muss ich echt sagen, gut. Ich wollte sie schon lange kaufen, bloß war sie mir immer zu teuer. Bei 140 Euro für so eine Jacke. Das ist halt doch immer recht viel, gell? Die andere von Forstberg, wo ich habe, die Strickjacke, die kostet halt gerade mal 60. Aber die ist halt brutal dünn. Und die ist natürlich jetzt wirklich Arctic Extrem. Also die hat da so ein weiches Innenfutter. Und auch, also mir ist es echt bollewarm unter dem Ding, obwohl wir glaube bloß 4 oder 5 Grad haben heute. Und dann noch ein Nebel dazu. Also muss ich echt sagen, tipptopp. Doch. So, und jetzt sagen wir schon wieder da. Sabber im Bart. Muss ich mal wieder stutzen. So, jetzt haben wir mich auch mal gesehen. Gell? So, ein schöner Kerl. Naja, okay, lassen wir das. Jetzt tue ich das daheim noch fertig rücken, anschreiben, aufmessen. Ja, und dann gehe ich noch Hackschnitzel fahren. Und dann habe ich heute natürlich wieder etwas gemacht, was ich wollte. Ich wollte ja eigentlich heute die Oberrolle rausbolzen. Da die zwei Bolzen rausmachen. Es zog mal nach die neue Bolze rein, denn das ist bloß bei der Rolle ist oben der durchgängige Dinger. Den dann mal ausbohren, putzen, zwei Fettnippel nachmachen, zwei Schmiernippel nachmachen, dass man den in Zukunft schmieren kann, denn den Bolze, damit der nicht verhockt da drin, damit man die Bolze immer schön raus und rein bekommt, weil der Zugmalwechsel, der soll ja in Zukunft nicht 20 Stunden gegangen, sondern halt innerhalb von 10 Minuten vonstatten gegangen. Ich sag mal 10 Minuten Rolle weg und Zug mal hin und dann der Rückiwagen anhängen, also dass man so innerhalb von, sage ich, 10 bis 20 Minuten das Gespann dann in Kombi mit Rückiwagen bringen kann. Das wäre so mein Plan. Dann wollte ich eigentlich daheim die zwei Muffen tauschen. Das hat aber nicht funktioniert, weil der ist, glaube ich, so eine halbe Größe größer wie der, wo ich habe, der Nippel. Und der andere sieht man ja, das ist der drucklose Rücklauf, der ist jetzt doppelt der, aber anderthalbfache so groß. Und mit dem Ameto-Zeug kenne ich mich nicht so aus. Klar, Zoll weiß ich in- und auswendig, das sehe ich gleich. Für mich wäre jetzt das, für mich wäre jetzt das Halbzoll und das dahinter, da hätte ich sagen, 3/4 Zoll.
von der Verschraubung her zumindest. Aber im Ammeterbereich stimmt das ja dann wieder gar nicht. Und, also, ja. Jetzt baue ich die dann morgen wahrscheinlich aus, die zwei Anschlüsse. Und nehme die dann mit zum Händler. Dann soll der mir da zwei andere Muffe dafür geben. Und dann passt das. Genau. So, jetzt habe ich noch ein kleines Ding. Geburtstagsgeschenksverpackung für einen guten Kumpel und Arbeitskollege gemacht. Der ist 30 geworden. Und da hat mich ein Kumpel gefragt, ob ich das für ihn machen kann. Dann habe ich gesagt, gar kein Problem. Jetzt habe ich da wieder so einen Baumstamm ausgehöhlt. Da kommt dann das Geschenk rein. Jetzt machen wir da noch ein wenig so eine Wolle rein. Dann kann man das ein wenig einbetten alles. Da habe ich eine kleine Markierung gemacht, damit man dann auch weiß, wie der Deckel da drauf gehört. So, wenn man die dann nämlich aufeinander setzt, die Markierung so. So, dann passt das. Jetzt zeige ich euch mal die 30. Neugeschnitte. Da ist Esche, ist, finde ich, eigentlich echt gut rausgekommen. Das habe ich jetzt noch gemacht, das soll ich noch fertig rücken. Aber hey, ich habe jetzt den Dinger von unten noch, sage ich, so 40% ausgehöhlt. Hey, das Ding ist noch so bolle schwer. Also ich habe ja wirklich richtig Kraft. Ich weiß, selber lobe ist immer bäh, aber ich habe schon richtig Kraft und ich bringe den gerade allein so verlupft und trage. Aber das ist schon für Leiderei für den Körper. Ich hoffe, dass wir den zu zweit, oder die besser gesagt, den zu zweit dann zu ihm dann aufbringen, weil da bin ich ja gerade dabei. Aber ja, genau so. Ja, ja, so macht man halt so Sachen. Aber ich finde jetzt gut, klar, das sind jetzt die Rückseite. Die ist natürlich jetzt schön, aber die andere habe ich jetzt ja genommen für die 30 und so stellt man dann nachher noch nach und dann sieht das dann nämlich auch was gleich. Und noch mit drum rumlaufen. Also, finde ich, kann man auf jeden Fall lassen. Dann wird der, den nagelt die den an dem Abend dann alle zu. Und dann kann er am nächsten Tag oder wie auch immer dann sich damit ablagen, die Nägel wieder raus zum Kriegen. Naja, macht man halt so Scheiß, gell? So, jetzt habe ich das Ding verladen. Ja, ich weiß nicht, die haben jetzt keine andere Möglichkeit gesehen, das zu machen. Und mit dem Seil war es mir jetzt zu riskant, weil das Seil, das zieht sich zu. Und die Kette, die hebt halt schon mit geringer Spannung. Und ich wollte es jetzt eigentlich ungern beschädigen. Und so habe ich jetzt die Kette, seht ihr ja, da in das Ausgeformte ein wenig reingelegt, dass die da nichts kaputt machen an der Rinde, weil das eigentlich echt schön ist. Ja, und jetzt fahre ich das so weg. Mal zu da, wo der Traktor steht. Und dann muss man mal gucken, wie man das denn zu dem Kollegen, wie die das denn dann abbringen. Genau, so ist das. Jetzt mache ich aber Feierabend. Ich bin jetzt zwar immer noch nicht fertig, aber ich muss heute Mittag noch mal anders nach und, ja, war. Dann mache ich das halt nächste Woche oder so mal noch fertig. Das rennt ja jetzt auch nicht weg. Der Förster hat ja das Holz schon aufgenommen. Das, was ich jetzt, die 10, was ich noch rausgezogen habe, die nimmt dann der Kunde selber. Also, da ist jetzt kein Stress. Das kann ich auch nächste Woche mal dann noch machen. Genau, in dem Fall soll es jetzt sogar für den Vlog gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr habt ein paar Eindrücke mitnehmen können. Was ich noch fragen wollte, wollt ihr zu so Sachen wie Anziehgrad, Keiler Vorstandschuhe oder PSS, die Jacke oder Profi Forest Hose oder meine Meindelschuhe, wollt ihr da immer mal wieder so einen Testbericht im Prinzip haben, wo ich die Dinger kurz vorstelle, wo ich meine Erfahrungen mit euch teile, immer so 5 oder 10 Minuten Video mal kurz. Hättet ihr da Interesse oder it, könnt ihr mir ja mal reinschreiben. Aber was ich jetzt noch gemacht habe, ich habe ja mal vor längerem Haken in den Traktor reingeschraubt und auch einen, wo ich den Helm nachhänge. Und jetzt gibt es ja diese Pfannerhalterung. Und jetzt habe ich festgestellt, dass der Haken, wo ich da nachgemacht habe, genau durch die Lüftungsöffnung durchpasst. Also wird da was geschickt.
Und der liegt jetzt auch it pep auf, also der startet hinten mit der Helmschale an der Ding an, am Holmen, und ist oben eben eingehängt und dadurch reißt da auch nichts aus. Und was noch ist, haha, ich krieg am Montag ein Tier. Dann wird der Renault endlich wieder komplett. Ich muss jetzt bloß gucken, wie ich das mache. Die wird nicht reinpassen, so wie jetzt das Dach ist. Da muss ich mal gucken, wann und wie ich das rausdrücke mit dem Hydraulikstempel oder mit der Stockwinde oder so. Aber dann kommt jetzt endlich mal wieder die Tür nahe und dann sieht das Ganze wieder was gleich. Genau. In dem Fall, ich hoffe, euch hat es gefallen. Nächste Woche, Gott, ich weiß noch nicht. Ja doch, ich muss in den Wald am Samstag, es hilft nichts. Weil die Woche drauf bin ich am Samstag gar nicht da. Von dem her, nächste Woche muss ich abends ein wenig nachklotzen. Und Zug mal nachmachen, Hydraulikanschluss nachmachen. Gucken, was noch die Frage ist jetzt. Ob diese steckt, das ist ja die Stromversorgung für den Funk. Ob die aber gleichzeitig auch als Anhängersteckdose funktionieren würde. Sprich, ob das einfach das 12-Pol-Kabel vom Anhänger, wo der eh da war, umgelegt worden ist und da irgendwie ein Dauerstrom aufgeklemmt worden ist. Ja, halt einfach, damit man da den Funk dann dranhängen kann. Gut, hier hinten hängen auch so ein paar Kabel rum. Das ist sogar 12-poliges. Ja, oder? Ja, hier wäre so ein Kabel. Das könnte sogar 12 Pol. Ne, das sind keine 12. Ah, halt mal, das müsste da 7 Poli sein. Ja, müsste ich mal gucken. Mal durchmessen. Weil ich brauche ja von irgendwo her noch. Aber das könnte schon das Kabel sein, da. Das könnte schon sein, dass das irgendwie mit Anhängersteckdose ist oder so. Weil ich brauche ja dann auch Kabel für meine Rückleuchte, Blinker, alles am Hänger. Dann brauche ich 12 Pol Dauerstromsteckdose. Für LEDs, und da mache ich mir jetzt eine Platte aus Edelstahl, muss ich nächste Woche Blech kaufen und die kommt dann daher. Da kommt dann die Hydraulikanschlüsse und die Steckdose und so nach. Vorausgesetzt, die Steckdose geht it für den Hänger, wobei das sieht schon moderner aus. Ja doch, das müsste aber auch 7 Pol sein. Und dann muss ich das noch alles nachmachen. Ich sag jetzt mal für den ersten Einsatz, wenn das Licht und Blinker und sowas it geht, ich fahre, dann muss ich halt Schleichweg fahren. Gottes Mal schon, aber ich muss dann trotzdem zeitnah gucken, dass ich das alles nachbringe. Auf jeden Fall die Hydraulikanschlüsse will ich nächste Woche schaffen. Und eben die Bolzerei da unten, dass das alles sauber läuft. Da habe ich ja neue Bolzer. Genau. Und dann geht es nächste Woche auf die erste Baustelle, wo ich kombiniert schaffe. So ist der Plan. Genau. In dem Fall, wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Und in dem Fall, viel Gott fürs Zusehen und bis nächstes Mal.